Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem heutigen Webinar mit dem Thema Geld verdienen mit Wi-Fi-Hotspots, neues Business, neue Zielgruppen. Dazu begrüße ich ganz herzlich unseren heutigen Referenten. Das ist Thorsten Kurpion, er ist Market Development Manager Gateway Europe bei Sixel. Und in dieser Eigenschaft verantwortet er seit 2009 den kompletten Gateway-Bereich des Netzwerkherstellers auf europäischer Ebene. Mein Name ist Thomas Ja, Hartung. hallo. Hallo Herr Kurpion. Mein Name ist Thomas Ja, hallo, Hartung. auch guten Ich bin Tag. freier Journalist und ich werde das Webinar heute für Sie moderieren. Bevor wir zum eigentlichen Thema der heutigen Sendung kommen, noch ein kurzer Hinweis. Das ist ja eine Live-Sendung. Sie können uns also Fragen stellen. Sie können dazu das Fragefeld in der Konsole oder auch den Chat benutzen. Wir sammeln Ihre Fragen und werden sie am Ende der Sendung in einer Frage- und Antwortrunde dann beantworten. Es lohnt sich also dabei zu bleiben, umso mehr, als wir auch noch Download-Material für Sie haben. Zum einen die Präsentation und weiterführendes Informationsmaterial zur heutigen Sendung und das werden wir auch gegen Ende der Sendung zur Verfügung stellen. Das war schon mit den Hinweisen, kommen wir nun zum eigentlichen Thema der heutigen Sendung. Sie haben sich vielleicht auch schon gefragt, wenn Sie auf Reisen sind, warum fast überall in Europa die Abdeckung mit frei zugänglichen Wi-Fi-Hotspots besser ist als in Deutschland. Hierzulande kommen ungefähr zwei Hotspots auf. Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Jetzt bin ich verwirrt, weil ich gerade eine Anzeige bekommen habe. Die Hotspots in Deutschland sind sehr dünn verteilt. Wie gesagt, es sind nur 10.000, 2 auf 10.000 Einwohner. Nur in Russland ist in Europa die Hotspot-Dichte noch geringer. Also es sieht relativ schlecht aus damit in Deutschland. Auch bei den Hotels ist es ganz ähnlich. Bei 80% der Hotels in Europa finden wir WLAN, in Deutschland sind es nur ca. 65%. Wir wissen, wahrscheinlich wissen Sie auch, woher das hauptsächlich kommt. Es gibt rechtliche Risiken, denen die Betreiber von Hotspots ausgesetzt sind durch die sogenannte Störerhaftung. Die soll ja novelliert werden, da tut sich gerade einiges und dazu werden wir im Webinar sicher auch noch Details hören. Zum Einstieg wüsste ich aber ganz gerne von Ihnen, Herr Kurpion, gibt es denn jetzt mal von dieser Gesetzeslage abgesehen noch andere Herausforderungen, denen sich Hotspot-Betreiber und auch die Reseller, die ihnen entsprechende Geräte verkaufen wollen, ausgesetzt sehen? Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich in der Tat nicht nur die Gesetzeslage, sondern auch die Frage, vor einigen Jahren konnte man ja noch relativ gut Geld verdienen mit den Hotspot-Lösungen. Mittlerweile sehen wir auch in den Hotels speziell mehr und mehr einfach nur freies Internet. Und da ist natürlich auch die Frage, wie verwaltet man oder wie gestaltet man diesen WLAN-Zugang. Und da gibt es natürlich auch clevere Methoden, dass man eventuell über einen gestaffelten Service durchaus noch in der Lage sein kann, Geld zu verdienen. Es geht aber auch darum, dass man zum Beispiel über Bandbreitenmanagement verhindert, dass dann einige sich über Streaming entsprechend die gesamte Bandbreite holen und dadurch die WLAN-Qualität schlechter wird. Was wir natürlich definitiv sehen ist, und ich glaube, das gilt für jeden von uns, wenn man in einem Hotel ist und der WLAN-Empfang ist schlecht oder gar nicht vorhanden, dieses Hotel wird irgendwo im Ranking im Internet bestenfalls noch ein Befriedigen bekommen. Das Frühstück kann im Prinzip gar nicht so gut sein, dass es, wenn es Probleme im WLAN gibt, das ausgleichen kann. Und das ist sicherlich ganz, ganz wichtig, auch für Hotels, auch im Hospitality-Bereich, dass hier entsprechend das WLAN auch in einer guten Qualität und in einer guten Verteilung vorhanden ist. Okay. Ich würde sagen, starten Sie mit Ihrer Präsentation. Ja. Gut, ja, Geld verdienen mit Wi-Fi-Hotspots, neues Business, neue Zielgruppen. Ja, wir sind sicherlich als Sixel im Hospitality-Markt schon jahrelang sehr erfolgreich unterwegs, gerade auch mit unseren Hotspot-Lösungen. Einige von Ihnen werden die wahrscheinlich auch schon kennen und einsetzen. Man sieht sie auch relativ oft in Hotels. Aber wie ich schon erwähnt habe, es sind sicherlich jetzt neue Herausforderungen gegeben. Und diesen Herausforderungen wollen wir natürlich auch gerecht werden, um auch Ihnen als Reseller natürlich dort die Möglichkeit zu geben, weiterhin Geld zu verdienen, weiterhin Services zu leisten, um auch dieses Business voranzutreiben. Das heißt, wir haben eine absolute Priorität, europaweit oder sogar weltweit von Sixel hier im Prinzip dieses Thema voranzutreiben.
Das heißt, wenn man mal reingeht, wo sind denn die Herausforderungen? Da sehen wir hier, dass natürlich der Internet-Access ein absolutes Muss ist. Das habe ich eben ja schon gesagt, dass die Kundenzufriedenheit maßgeblich von der Internetqualität abhängt. Gerade im Hotelbereich, das weiß jeder, es ist nicht ärgerlicher als im Hotel, sondern die Internetqualität ist schlecht. Wir haben natürlich aber auch ein Phänomen, dass früher, bring your own device ist das schöne englische Wort, dass früher Familien halt mit einem Laptop vielleicht in ein Hotel gegangen sind. Heute haben die Kinder ihr eigenes Wi-Fi-fähige Gerät, die Frau, der Mann, sie haben teilweise pro Familie 5, 6 Geräte, die natürlich alle ins Internet wollen über Wi-Fi. Und aus der Sicht heraus ist die Anforderung natürlich auch an die Wi-Fi-Konnektivität extrem gestiegen. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder sehen, dass wir darauf reagieren müssen. In dem Zusammenhang natürlich auch, was wir hier als Always On, das ist natürlich wichtig. Es ist einfach so, die moderne Arbeitswelt, aber auch die private Welt über Facebook und so weiter, das ist immer mehr vernetzt. Das heißt, wer nicht online ist, ist so ein bisschen auch schon hinten dran. Das heißt, auch hier ist es sehr, sehr fatal, wenn man das so sehen möchte, für ja, wenn man sagt, für Hotels oder für Einrichtungen, wenn dort entsprechend kein WLAN gegeben ist. Von daher sehen wir auch hier sicherlich die Herausforderung in dem Bereich. Billing-Systeme, da komme ich natürlich auch nachher noch zu, das sind clevere Möglichkeiten, vielleicht doch noch den Trend zum freien WLAN in einem gewissen Sinne zu nutzen, um weitere ja, Umsätze zu generieren oder zumindest Vorteile zu schaffen, die dann im Paket mit dem Zimmer etc. dann auch entsprechende Umsätze generieren können. Und natürlich, was wichtig ist, Gesetzesvorhaben, da werde ich natürlich auch noch drauf kommen, zukunftssicher soll es sein, gesetzeskonform. Wir haben eben schon in der Anmoderation gehört, es geht natürlich um die Störerhaftung, wo wir jetzt den Gesetzentwurf auf dem Tisch liegen haben. Was bedeutet das? Was können wir da bieten als Zeixel? Es gibt auch eine gewisse Unsicherheit, was momentan eigentlich praktisch in diesem Gesetzentwurf gesagt wird, wie vielleicht auch andere darauf reagieren, wo wir jetzt denken, das ist eine unnötige Art und Weise, das zu regeln. Da komme ich natürlich gleich auch noch drauf, wie das ist. Ja, wenn ich mal kurz ein, zwei, drei Slides nur zeigen kann, die auch Ihnen zeigen sollen, warum wir eigentlich WLAN Hospitality so extrem wichtig empfinden. Und Sie sehen hier einen Chart, das ist eine Firma, Context heißt die, die im Prinzip misst, wie die sogenannten Ausverkaufszahlen sozusagen von der Distribution aussehen. Das heißt, wir messen hier, es ist nicht nur einfach ein Trend, wie bei manchen Analysten, sondern es ist wirklich die Messung der Zahlen, die über die Distribution verkauft werden. Und das Wichtige ist, und das ist, warum wir auch diesen Trend weiterhin wirklich pushen, aus unserer Sicht heraus, ist, Sie sehen hier, dass die Anzahl von 2013 im ersten Quartal bis zum ersten Quartal 2015, die Anzahl der Wireless-Produkte, die verkauft wurden in Deutschland, ja, sich quasi verdoppelt hat. Das heißt, wir reden von einem massiven Trend, wo wir natürlich auch sagen müssen, wie begegnen wir dem mit neuen Produkten, mit neuen Lösungen und natürlich, wie generieren wir für uns und natürlich auch für Sie das entsprechende Business dahinter. Dass wir uns auch schon in der Vergangenheit gut aufgestellt haben, zeigt das Nächste. Das ist im Prinzip das Wachstum in jedem Quartal. Darf ich da mal kurz einhaken, Herr Kurtion? Ja, natürlich. Es ist offensichtlich so, dass die Präsentation etwas später gestartet ist. Deshalb hier nochmal der Hinweis. Sie bekommen diese Präsentation zum Download am Ende des Webinars und noch zusätzliches Informationsmaterial. Also das war eine Frage, die reingekommen ist. Dann haben wir offensichtlich Probleme mit der Registrierung. Manche Teilnehmer kommen nicht rein, das tut uns leid. Wir werden da schauen, ob wir da eine Lösung finden. Was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, ist, dass wir eine kleine Umfrage vorbereitet haben, wo es eben gerade um Wachstumschancen von Wi-Fi geht, die wir jetzt mal einblenden. Okay, jetzt kommt die Kurzumfrage, genau, weil wir nämlich gerne wissen wollten, wir haben ja gesehen, bei Zeixel oder insgesamt im Markt steigen die Zahlen, wir wüssten aber auch ganz gerne, wie Sie das sehen als Reseller, draußen, die draußen im Markt unterwegs sind.
Und deshalb unsere Frage, wie entwickelt sich Ihr Wi-Fi-Geschäft? Ist es sehr gut? Haben Sie steigende Umsätze? Könnte es besser sein? Stagnieren die Umsätze oder haben Sie damit im Moment sowieso gar keine Umsätze? Während die Umfrage präsentiert wird und während Sie sich für eine der Optionen entscheiden, hätte ich an Sie eine Frage, Herr Kurpion. Was treibt denn aus Ihrer Erfahrung heraus diese steigende Nachfrage? Ist es eher die Ersatzbeschaffung für vorhandene WLAN-Installationen, also wenn man einfach auf schnellere Geräte, bessere Geräte, sicherere Geräte umsteigen möchte? Oder gibt es auch noch viel Neugeschäft im WLAN-Bereich? Es gibt beides. Also aus unserer Erfahrung heraus sehen wir natürlich, dass sicherlich auch, Sie sehen auch immer wieder die Veränderungen der Standards, das war dann N, das ist jetzt AC, dass das sicherlich die Umsätze auch treibt im WLAN-Bereich. Aber man muss natürlich auch sagen, dass viele, gerade im Hospitality-Bereich, viele Installationen ja teilweise 4, 5 Jahre alt sind und einfach den Anforderungen nicht mehr gewachsen sind. Ich habe es ja erwähnt, das Bring Your Own Device, also dass jeder im Prinzip internetfähige Geräte ja mehr als eins vorhanden sind. Insofern ist das sicherlich auch einer der Haupttreiber, dass man sagt, okay, wir müssen uns im Prinzip darauf einstellen, es gibt höhere Anforderungen, das, was wir haben, ist schlichtweg nicht mehr up-to-date. Und Sie haben es ja auch teilweise erwähnt, es gibt jetzt Änderungen in der Gesetzeslage. Viele haben sich vielleicht in der Vergangenheit nicht so getraut wegen der Störerhaftung. Das ist sicherlich auch etwas, was ein Stück weit dazu beiträgt, dass wir eine sehr, sehr starke Nachfrage im Business-WLAN-Bereich haben. Okay. Wir haben jetzt auch ein Ergebnis der Umfrage, wenn wir das bitte mal einblenden könnten. Also wir sehen, die Umsätze steigen, es könnte besser sein, sagen 36%. Und wir haben 34% der Webinarteilnehmer, die noch kaum oder gar keinen Umsatz in diesem Bereich machen. Wir hoffen natürlich sehr, dass das am Ende dieses Webinars anders wird. Ja, das wäre sicher eine der Zielsetzungen, ja. Okay, dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter mit der Präsentation. Genau. Okay. Ja, was ich natürlich betonen möchte mit dieser Folie, die ich hier auch zeige, ist, dass wir im Schnitt sehr, sehr stark wachsen. Das heißt, eine Zeixel wächst um ca. 20% pro Quartal. Hier haben Sie auch so einen Ausreißer drin, das war dann ein sehr großes Projekt. Das heißt, auf jeden Fall ist Zeixel dort sehr aktiv. Wir sehen uns auch wirklich in einem Bereich, wo wir uns immer mehr im High-End positionieren. Das heißt, wenn Sie auf Zeixel setzen, haben Sie sicherlich auch wirklich zukunftsfähige Lösungen und wir investieren da wirklich auch sehr, sehr viel Ressourcen rein. Wenn ich noch mal eine Slide weitergehe. Ja? Okay. Ich wollte nur noch mal hinweisen, dass es sich da also um Wachstumszahlen handelt, nicht um den absoluten Umsatz. Also es geht nicht runter, sondern Sie haben immer um die 20% Wachstum mindestens. Ganz genau, ganz genau. Wenn ich mal das nächste Slide sehe, da haben Sie einige der Vendor, sind Hersteller von WLAN-Produkten, da haben Sie ein paar große, aufgrund von, ja, ich sag mal, rechtlichen Voraussetzungen dürfen wir jetzt nicht die Namen nennen, aber Sie sehen da Zeixel an der Position Nummer 2 im Bereich Wireless Access Points in Deutschland. Das heißt, wir entwickeln uns kontinuierlich wirklich mit unserer Produktentwicklung in einen Bereich, wo wir Marktanteile auch wirklich im Konzert der Großen erreichen. Sie sehen auch hier, dass einige kleinere das auch machen, aber auch ein großer momentan deutlich zurückfällt in den Marktanteilen. Das heißt, aus unserer Sicht sind wir definitiv auf dem richtigen Weg. Wir haben ja jetzt auch zum Beispiel die AC Access Points herausgebracht. Wir bringen immer weitere Neuerungen raus und wir sehen ja auch hier den Erfolg, auch den Erfolg im Markt. Und da es hier sich um reale Zahlen, Abverkaufszahlen handelt und nicht irgendwelche Trends, sind wir da auch sehr, sehr zufrieden und ja, können im Prinzip sagen, wenn Sie mit Zeixel zusammenarbeiten, ist es sicherlich eine sehr zukunftsträchtige Geschichte für Sie auch. Okay, jetzt gehe ich nochmal zurück auf die Hotspot-Produkte. Da werde ich jetzt ein bisschen mehr drauf eingehen, auch auf die Vorteile, aber vielleicht kurz nochmal das Portfolio. Einige von Ihnen werden es wahrscheinlich so noch nicht kennen. Wir haben für jede Gelegenheit im Prinzip momentan eine Hotspot-Lösung bis hoch zu mittelgroßen Hotels.
Und das fängt an mit einem neuen Produkt, das wir jetzt rausgebracht haben. Das ist die UAG 50. Das ist ein ideales Produkt in einem Segment bis zu 50 User, wie der Name hier auch so im Prinzip schon suggeriert. Bis zu 50 gleichzeitige User können über dieses Produkt ins Internet gehen. Und damit zielen wir natürlich auf Restaurants, Cafés, ja sogar Werkstätten, Friseure, alle möglichen Wartezonen, wo wir im Prinzip immer gleichmäßig 10, 20 Leute möglicherweise haben, die ins Internet wollen. Und das ist ein integrierter Bondrucker. Das heißt, Sie haben dann auch die Möglichkeit, entsprechend einfach durch das Drücken auf einen Knopf einen Bon auszudrücken, einen Voucher auszudrucken und den dem Kunden in die Hand zu geben und damit ganz einfach auch das Internet zu kontrollieren. Der kann dann sich entsprechend einloggen und ist in Ihrem Netz. Und Sie haben weiter nach wie vor die Möglichkeit, den Zugang ja wirklich zu kontrollieren. Für größere Installationen haben wir natürlich auch etwas, das ist die UAG. Ja? Es gibt eine Frage zu dem UAG 50. Ist das ein Hard Limit, diese 50 User, oder ist das eher eine Empfehlung? 50 ist im Prinzip eine Empfehlung. Das heißt, dann wird es natürlich knapp. Wenn Sie da drüber gehen, dann wird natürlich ein größeres Gerät empfohlen, weil dann bekommen Sie natürlich irgendwann auch Probleme mit der Leistung des Gerätes. Aber es gibt jetzt keine Limitierung im Gerät selber, die ab 50 Teilnehmer abnehmen. Nein. Also nur 50 zulassen würde oder so. Ja, in dem Moment ja. Bei der UAG 50 ist das so. Bei der UAG 2100, 4100 haben wir allerdings Limitierungen. Das heißt, die 2100 kann bis zu 200 User abbilden. Da ist auch eine Lizenz notwendig, wenn Sie die aufrüsten wollen. Die 4100 bis zu 300 Usern und die 5100 bis zu 800 Usern, also immer gleichzeitige User sind damit gemeint. Und was wir natürlich, und Sie sehen es hier schon, was wir abdecken wollen, ist, dass für jede Größe im Hospitality-Bereich wir eine Lösung für Sie parat haben. Die größeren Lösungen haben natürlich dann auch noch weitere Features, wie ab der 2100 gibt es die Möglichkeit, SMS-Ticketing zu machen. Aber da komme ich auch gleich noch zu. Es geht jetzt nur mal darum, dass ich Ihnen zeige, das ist die Produktlinie, über die wir momentan reden. Dann gehe ich mal auf die Business-Potenziale. Dazu hätten wir auch noch mal eine Umfrage, Herr Kurpion. Ja. Vielleicht können wir die mal einblenden. Es gab gerade auch eine Frage dazu, wie repräsentativ diese Umfragen sind. Also diese Umfragen sind unter den Teilnehmern des Webinars. Das sind Stand aktuell 102. Und davon haben bei der letzten Umfrage 82% mitgemacht. Also das ist die Repräsentativität der Umfrage. Genau. Es soll ja um Businesspotenziale gehen, also darum, wo die größten Chancen für ein neues Wi-Fi-Geschäft liegen. Und da wissen wir ganz gerne, wie Sie das sehen. Bedeutet es, da liegen die Chancen darin, bestehende Infrastrukturen zu überholen, was ich vorher auch als Ersatzbeschaffung bezeichnet habe. Liegen die Chancen eher im WLAN-Management, also Bandbreitenmanagement, Zugangskontrolle, in der Umsetzung der rechtlichen Vorgaben, also vor allem die Störerhaftung zu nennen. Oder sehen Sie die Chancen eher im Dienstleistungsbereich, sprich gemanagte Services? Oder sagen Sie, ich sehe für das Wi-Fi-Geschäft überhaupt gar keine Chancen? Da wüssten wir gerne Ihre Meinung. In der Zwischenzeit wüsste ich von Ihnen gerne, Herr Kurpion, Sie hatten vorher schon mal 802.11ac erwähnt, der, man sagt auch manchmal Gigabit-WLAN oder Turbo-WLAN, also der neue Standard, der sehr hohe, zumindest auf dem Papier, sehr hohe Datenraten ermöglicht. Hat das eigentlich, also dieser neue Standard, hat der das Geschäft nochmal befeuert oder sind die meisten mit 802.11n ganz zufrieden? Also aus unserer Sicht, wir sehen wirklich sehr stark steigende Verkaufszahlen für den AC-Standard, was natürlich auch ein Stück weit damit zusammenhängt, dass wir da auch sehr moderne Technologie mit reingenommen haben. Zum Beispiel bei unseren Access Points haben wir eine Technologie mit drin, die heißt Smart Antenna. Das heißt, wir haben dort eine hervorragende Abdeckung, indem wir im Prinzip sehr gerichtet die WLAN-Übertragung stattfinden lassen. Das heißt, da entwickeln wir uns auch wirklich ins High-End von der Technologie und definitiv, wir sehen dort im AC-Standard wirklich das Business langsam aber sicher wirklich, ja, explodieren wir vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wirklich massiv steigend.
Und ich gehe davon aus, dass das ja, im nächsten Jahr spätestens wirklich auch sehr, sehr große Umsätze im Markt nach sich ziehen wird. Und da halten wir uns, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr gut gerüstet, als sehen wir uns als sehr, sehr gut gerüstet und glauben auch, dass ja, unsere Technologie dort sehr überzeugend sein wird oder ist bereits okay, ist also und dann auch das Business treiben wird, ja. da ist also offensichtlich durchaus Potenzial drin. Schauen wir uns mal Ja. an, wie die Umfrageteilnehmer das sehen. Hier ist ein recht verteiltes Bild, würde ich sagen. Also die Störerhaftung oder die Umsetzung dieser rechtlichen Vorgaben ist doch für die meisten eine große Chance, hier noch weiter Geschäft zu generieren. Aber WLAN-Management, die Überholung der bestehenden Infrastrukturen, auch die Dienstleistungen sind noch, werden häufig genannt. Geringe Chancen oder gar keine sehen 6%. Also die meisten Teilnehmer sind hier, ich glaube, wie Sie, positiv gestimmt und glauben, dass man im WLAN-Bereich durchaus noch Umsatzzuwächse erzielen kann. Diesmal haben sogar 86% mitgemacht, um nochmal die Repräsentativität der Kurzumfrage zu demonstrieren. Genau, machen wir weiter mit der Präsentation. Ja, dann kommen wir mal zum, ja, zu den Trends und Herausforderungen. Da war ja jetzt in den letzten Tagen nochmal sehr, sehr stark die neue Gesetzesvorlage in der Presse. Da haben wir natürlich auch eine ganz klare Marschrichtung für. Da gibt es, und ich komme gleich nochmal auf die Störerhaftung in der nächsten Slide, wir müssen uns im Prinzip damit zwei Gesetzesvorgaben ein bisschen beschäftigen. Die eine ist momentan auf Eis gelegt, das heißt die Datenvorratsspeicherung. Wir wissen allerdings auch, dass in der EU momentan wieder Pläne da sind, das wieder in Kraft zu setzen, in einer geänderten Form. Da weiß sicherlich keiner so genau, wie das dann aussehen wird. Wir sehen natürlich auch, dass momentan die ja, politische Situation und so weiter sehr darauf deuten lässt, dass gerade, es wurde ja als Terrorabwehrgesetz auch mal tituliert, dass da sicherlich irgendwann wieder was kommen könnte, dass die EU trotz definitiv dran am Arbeiten. Das ist wahrscheinlich etwas, was jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre noch nicht unbedingt zum Tragen kommt, aber das sollte man sicherlich bei der Zukunftssicherheit der Investition schon jetzt mal mit reinnehmen und dass man dann vielleicht in zwei Jahren nicht dasteht, wenn da etwas Neues kommt und man da im Regen steht, weil man beispielsweise die Datenvorratsspeicherung so nicht abbilden kann. Denn natürlich viel, ja, viel größere Hot Topic sozusagen ist die Störerhaftung. Da liegt jetzt der Entwurf vor. Und das natürlich kriegen wir auch jetzt sehr viele Fragen. Was müssen wir machen? Wie sehen Sie das von Zeixel? Welche Sicherheit bietet die UAG-Serie? Da gehe ich mal direkt auf die nächste Slide. Das heißt, die Bundesregierung hat das jetzt beschlossen. Das heißt, wir haben noch nicht das Gesetz in Kraft. Das wird möglicherweise noch ein paar Wochen dauern. Aber das heißt, dass dieser Beschluss jetzt wahrscheinlich die Grundlage sein wird, wie das final beschlossen wird. Und was sagt dieses Gesetz? Das sagt im Moment, dass zumutbare Maßnahmen ergriffen werden müssen. Es ist ein bisschen schwammig gehalten. Das heißt, es ist Verschlüsselung des Routers beispielsweise, ist eine Kann-Bestimmung. Was aber definitiv, was definitiv reinkommt, ist eine Nutzerbedingungserklärung, dass keine Rechtsverletzungen begangen werden. Es sieht auch so aus, dass der Name und der Nutzer nicht vom Betreiber protokolliert werden müssen. Das heißt, sie setzen im Prinzip ein Häkchen bei den Nutzerbedingungen und das können wir ja durch die UAG durchaus schon abbilden und damit sind sie im Prinzip schon rechtskonform. Wir haben jetzt natürlich auch die Diskussion, manche Mitbewerber gehen raus und sagen, naja, wir tunneln dann den Traffic zu den Providern zurück. Damit wird der Provider natürlich in die Haftung genommen, wenn was passiert. Aus unserer Sicht ist das nicht notwendig. Jeder kann sicherlich auch mal schauen, beim Bundesamt liegen ja ganz klar auch die Dokumente, wo man sich das selber nochmal angucken kann, ist aus unserer Sicht nicht notwendig und verursacht natürlich am Ende nochmal weitere Kosten, weil Sie haben dann natürlich noch eine Geschäftsbeziehung mit einem Provider, was ja doppelt gemoppelt in einem gewissen Sinne ist. Aus unserer Sicht bietet die UAG das, was dieses Gesetzvorhaben bisher so praktisch vorschreibt.
Sie können entsprechend dieses Häkchen setzen und damit sollten Sie auf der sicheren Seite sein. Unnötig, wie gesagt, ist es, da einen Provider noch mit reinzunehmen. Das sind zusätzliche Kosten und wir denken, dass das auch jetzt nicht zielführend ist, da noch eine weitere Geschäftsbeziehung mit reinzubringen. Insofern können wir nur sagen, was wir im Moment sehen, da reicht die UAG und damit können Sie dann auch entsprechend die Störerhaftung oder was da jetzt von übrig bleibt, abbilden. Das ist der momentane Stand, wie Zeixel es sieht. Und natürlich wissen wir auch alle, am Ende des Tages wird das verabschiedet, dann wird es irgendwann mal Urteile geben, möglicherweise. Da weiß natürlich keiner, wie die dann aussehen werden. Aber so wie es momentan auf dem Tisch liegt, ist sicherlich es absolut möglich, selber als WLAN-Betreiber aufzutreten und diese Sicherheitsvorkehrungen so abzubilden. Ja, ich hatte schon erwähnt, Datenvorratsspeicherung, das ist auch möglich mit unseren UAGs. Und das waren ja sehr strenge Vorschriften, die früher bei der Datenvorratsspeicherung von der EU verlangt wurden. Die sind außer Kraft gesetzt. Was wir aber auch sagen können, um auch dann wirklich auf absolut Nummer sicher zu gehen, Sie können das ja nach wie vor machen. Das heißt, Sie würden jetzt nach wie vor die Nutzerkontoinformationen aufzeichnen, MAC-Adresse, Source, Destination IP, Datenvolumen etc. Und damit, wenn Sie das dann auch noch machen würden, dann würden Sie sogar diese Richtlinien auch noch erfüllen. Das heißt, wer sagt, naja gut, ich will mal lieber auf absolute Nummer sicher gehen, der kann das dann auch noch protokollieren und dann hätte er auch noch quasi den Beweis, dass dieser oder jener Nutzer entsprechend was auch immer gemacht hat in Ihrem WLAN. Insofern hätten Sie dort eine zusätzliche Sicherheit. Also das ist dann auch natürlich immer noch in unserer UAG möglich, dass Sie die entsprechenden Logs sich speichern und damit diese Zusatzsicherheitsstufe mit eingebaut haben. Weitere Trends und Herausforderungen, wir sehen es natürlich jetzt auch nicht nur aus der Gesetzeslage heraus, sondern auch, wie kann man zusätzlich Umsätze generieren. Und da sehen wir natürlich, dass Abrechnungsmethoden eine Möglichkeit bieten. Viele Hotels nutzen gerne unseren Bon-Drucker. Das ist nach wie vor eine Möglichkeit, Geld zu verdienen oder im Prinzip einfach nur die Kontrolle über sein eigenes Netzwerk zu behalten. Ich sehe es auch manchmal in Hotels, da wird dann der Bon mit beigelegt, wenn der Zimmerschlüssel ausgehändigt wird. Es hat natürlich auch so einen gewissen Service-Gedanken. Aber wir haben es hier mal genannt, hier kommt nicht jeder rein, WLAN Premium als Zusatznutzen, dass wir halt sagen, okay, das ist Teil des Service-Pakets. Wir können verhindern, dass unberechtigtes Surfen oder Bandbreitenprobleme entstehen. Das heißt, wenn man dort das clever nutzt, gibt es dort sicherlich Möglichkeiten, das zumindest nochmal als Serviceleistung mit reinzunehmen. Um uns das nochmal im Einzelnen, ich will jetzt auch nicht zu sehr in jedes Detail übergehen, hätten Sie dann die Möglichkeit, das beginnt übrigens bei der UAG 2100, das SMS-Ticketing, wo Sie es benutzen können. Sie haben dort ja hier auch noch den Ticketprinter, wenn Sie ein entsprechendes Bundle erwerben und kostenlos wären dann die, das wäre dann über die Nutzerbedingungen, was ja jetzt auch praktisch in dieser Gesetzesvorlage so erwähnt ist. Aber was wir halt sagen, wir geben Ihnen viele Möglichkeiten, dort auch entsprechende Billing- und Authentifizierungsmöglichkeiten zu schaffen, wo wir denken, für den einen ist vielleicht das eine wichtiger, für den anderen das andere wichtiger. Aber uns ist halt wichtig, dass Sie die Optionen auch entsprechend haben. Das war der gestaffelte Service, über den ich schon gesprochen habe, dass man halt sagt, naja gut, für normale Internetnutzung und für beispielsweise E-Mails, das ist frei, da werde ich die Bandbreite entsprechend zur Verfügung stellen. Wenn ich allerdings jetzt streamen möchte oder ähnliche bandbreitenintensive Applikationen fahren möchte, dann gibt es praktisch ein Pop-up-Fenster, dass es kostenpflichtig wird, dass man dann quasi diesen Premium-Access zum Internet entsprechend auch verkaufen kann und dann hier, wie gesagt, über PayPal beispielsweise das abbildet. Auch sicherlich eine clevere Idee, die wir jetzt mehr oder weniger in den nordischen Staaten, Schweden, Dänemark und so weiter sehen. Da kam im Prinzip auch die Anforderung her. Aber ja, alle cleveren Ideen, die nutzen, ja auch die Pakete besser zu verkaufen und den Mehrwert auch nochmal darzustellen,
ist sicherlich etwas, was sehr hilfreich ist, um aus dem WLAN auch noch ein bisschen mehr rauszuholen. SMS-Ticketing, hatte ich jetzt auch schon erwähnt, geht im Prinzip so, dass wir dann, wir bieten dort Lizenzen an, da wird ein sogenanntes Kreditvolumen sozusagen erworben, womit dann praktisch die SMS abgebildet werden. Das heißt, wenn Sie sich einloggen, müssen Sie dann quasi über Ihr Cellphone, über Ihr Handy bestätigen, wer Sie sind. Dann haben Sie natürlich die Telefonnummer und das ist natürlich die sicherste Art und Weise, einen Kunden oder einen Nutzer zu identifizieren. Eine Methode, die wir sehr stark an Flughäfen und so weiter sehen und für den einen oder anderen sicherlich auch sehr interessant sein kann, gerade im etwas größeren Bereich, im etwas größeren Hospitality-Bereich. Ja, vielleicht mal ganz kurz darauf zurückgehen, die Geräte, die wir haben, nochmal kurz die Unterschiede. Wir haben im Moment 4 Geräte zur Verfügung, die UAG50 wirklich für einen kleineren Bereich, auch mit einem gewissen beschränkten Einsatzszenario. UAG 2100 und 4100 sind im Prinzip relativ gleich. Sie sehen hier, es gibt ein paar Unterschiede. Wir haben in beiden die Möglichkeit, Access Points zu unterstützen mit einem Controller. Das heißt, bei der UAG 2100 müssen Sie eine Lizenz kaufen, dann können Sie 8 unterstützen. Bei der 4100 sind die 8 bereits drin und können ein Upgrade auf 16 fahren per Lizenz. Und Sie sehen hier 5132. Sie sehen Unterschiede in den Nutzerzahlen, gleichzeitige Nutzerzahlen. Das heißt, natürlich gehen wir hier auch auf die Szenarien ein. Das kriegen Sie am Ende noch. Ich will da jetzt auch nicht auf jede Einzelheit eingehen. Sie sehen vielleicht auch hier SMS-Ticketing, nur noch um das zu erwähnen, ist da eine Lizenz bei der UAG 2100 und bei den anderen beiden ist das schon inkludiert im Paket. Die einzelnen Geräte, ja, sieht aus wie ein Thermal Printer. Das ist unser neuester Star sozusagen im Portfolio, die UAG 50. Bis zu 50 Geräte empfohlen. Und dementsprechend auch sehr gut geeignet für kleinere Betriebe, Restaurants, Cafés, Friseure. All diese, ja, wenn man so will, Unternehmen, die wirklich sagen, bei mir sitzen maximal mal 10 Leute, selbst wenn die 2 Geräte haben, brauche ich 20 Logins und ich möchte das aber auch durchaus als Service meinen Kunden anbieten. Vielleicht noch kurz zu erwähnen, Management für faire Bandbreitenverteilung, ganz wichtig, damit nicht einer sich alles zieht und die anderen gucken in die Röhre. Das sind auch so Sachen, die man sicherlich dann auch sehr gut im Kundengespräch anbringen kann. Gehe ich mal nochmal kurz durch. Die 2100, 4100 hatte ich schon erwähnt, sind dann halt bis zu 300 User möglich. Und Sie sehen, hier ist natürlich auch das Feature-Set durchaus nochmal ausgeweitet und entspricht dann auch dem, was kleinere Hotels oder mittlere Hotels benötigen. 5100 dann für größere Installationen. Sie sehen auch hier, dass Sie entsprechend Ticketprinter noch unterstützen können, bis zu 10 Stück. Sie haben IP6 VPN-Tunnel für die Fernwartung. Dann wird es natürlich schon, geht es schon in etwas größere Szenarien. Und das ist ein Bild von dem Printer, wie er dann halt aussieht. Sieht natürlich sehr ähnlich aus wie die UAG 50. Gehe ich mal kurz nochmal auf die Einsatzszenarien. Ganz schnell im Prinzip. Café wäre jetzt das typische Einsatzszenario für die UAG 50. Sie könnten da auch jetzt noch eine Firewall dazu setzen oder halt hinter dem Modem. Das ist natürlich je nachdem Ihnen überlassen, aber sicherlich etwas, wo wir sehr schön diese Anforderungen in dem Bereich abdecken können. Kleine Hotels würden dann wahrscheinlich eher auf eine 2100er gehen mit Ticketprinter. Natürlich hier sehen Sie eine Unterteilung. Büroangestellte haben ein Netzwerk, Gäste haben ein anderes Netzwerk. Diese Segmentierung lässt sich natürlich auch hervorragend abbilden. Und dann geht es schon in die größeren Szenarien. Sie sehen hier auch nochmal mit Zeixel haben Sie natürlich die Möglichkeit, unsere WLAN-Serie NWA zum Beispiel hier im Rauchmelder-Stil wunderschön mit einzusetzen. Wir haben natürlich Switche im Angebot. Sie sehen alles aus einer Hand. Damit klappt es natürlich dann auch
besser, wenn es zur Kompatibilität kommt. Also aus der Sicht heraus auch sicherlich etwas, warum Zeixel eine sehr gute Wahl sein kann. Und wie gesagt, wir haben die Controller-Funktionalität, sodass Sie dann auch die entsprechenden Access Points entsprechend managen können. Und in mittelgroßen Hotels, ja, UAG 5100, und Sie sehen hier auch nochmal einen Ausfall von ganz vielen Zeixel-Produkten, die dann entsprechend mit eingesetzt werden können, um eine optimale Segmentierung auch einsetzen zu können auf den Fluren, in der Lobby und so weiter. Das heißt, sicherlich für jedes Einsatzszenario haben wir hier das richtige Produkt. Ja, und dann möchte ich Ihnen auch noch gerne unser neues Partner programmieren. Wir hätten noch eine Umfrage. Ja, wir hätten noch eine Umfrage zu dem Thema, wo sehen denn unsere Zuhörer das größte Wachstumsfeld für Hotspot-Lösungen? Genau, in welchem Kundensegment sehen Sie denn das größte Wachstum? Wir haben jetzt gesehen, es gibt Lösungen für unterschiedlichste Zielgruppen, große Hotels, kleine, mittelgroße Hotels, Unternehmen mit Wartebereichen. Oder sehen Sie das Wachstum eher in vertikalen Segmenten, etwa im Gesundheitswesen? Oder glauben Sie, dass Hotspot-Lösungen prinzipiell keine Wachstumschancen mehr haben? Die kurze Frage ist offen, und solange unsere Teilnehmer sich dazu Gedanken machen, hätte ich noch eine Frage an Sie, Herr Kurpion. Sie positionieren sich ja in allen diesen Feldern. Wie ist es denn mit Ihren Partnern? Positionieren, also spezialisieren die sich eher vertikal oder orientieren die sich eher an der Größe der Kunden? Also wir sehen da teilweise, dass sich einige Reseller, die wir haben, sehr stark auch in Vertikale orientieren und dann auch sehr speziell zum Beispiel im, ja, wie Sie schon sagten, im Gesundheitswesen unterwegs sind. Das ist auch für uns teilweise sehr interessant, weil dann auch immer wieder nach Applikationen oder nach Features gefragt werden, wo wir dann auch sagen können, wir bauen diese Features auch ein für unsere Kunden und haben dadurch natürlich auch einen Akzelerator-Effekt für uns, weil wir dann auch im Gesundheitswesen zum Beispiel irgendwelche Zertifizierungen haben, die dann auch wichtig sind. Die Masse unserer Kunden ist sicherlich sehr breit aufgestellt, das heißt, da gibt es sicherlich vertikale Lösungen, aber da geht es mehr wirklich um den Dienstleistungsgedanken. Wie kann man dort zusammen Lösungen bauen, weil es ist ja am Ende auch nicht nur die Hardware, sondern natürlich auch die Dienstleistung dahinter, die der Reseller erbringen kann. Und daraus wird dann im Prinzip der Schuh, daraus wird dann der Umsatz generiert. Und das ist definitiv auch etwas, wo wir ja sehr großen Fokus drauf legen und was wir versuchen mit unserer Beratung und auch mit Services, die wir zusätzlich anbieten, auch zu unterstützen. Okay, ich denke, wir können jetzt mal schauen, wie die Zuschauer das sehen. Und in der Tat sind die größten Anteile bei den kleinen und mittelgroßen Hotels und auch bei kleineren Unternehmen, also gerade da, wo auch die UAG 50 positioniert ist. 22, Sie hatten ja schon gesagt, dass Sie einige auch sehen, die sich in vertikalen Segmenten positionieren. 22% sehen da auch die größten Wartungschancen. Und nur 1% ist davon überzeugt, dass überhaupt gar keine Chancen da sind, was ich natürlich schade finde, wenn jemand so negativ eingestellt ist. Anteil der Zuschauer, die teilgenommen haben, ist in diesem Fall 81%. Ja, super. Gut, ja, dann würde ich noch ein kurzes Streiflicht quasi auf unser neues Partnerprogramm legen. Das ist jetzt quasi seit einigen Monaten praktisch vorhanden. Und dort wird jeder Kauf belohnt. Das heißt, wir haben dort sehr interessante Prämien, prämienbasierte Anreize, wie es hier steht. Wir bieten exklusive Verkaufsaktionen, Projektregistrierung etc. etc. Sie können das hier sehen. Sicherlich sehr, sehr attraktiv, wenn man auch sagt, Zeixel hat ein komplettes End-to-End-Portfolio mit Wireless, mit Switchen, mit Firewalls, dann auch noch im Partnerprogramm drin. Das ist sicherlich auch ein sehr ja, umfassendes Angebot von Zeixel. Und da würde ich auch noch mal kurz auf die Vorteile gehen. Also wir haben natürlich ein deutschsprachiges Verkaufs- und Support-Team in Würselen, das ist bei Aachen, mit persönlichen Ansprechpartnern. Sie können jederzeit natürlich bei uns anrufen, wir können über Projekte reden, natürlich dann auch Projektpreise, Leiststellungen etc.
Projektbetreuung dann auch durch unser Pre- und Post-Sales-Support. Das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich wissen, gerade in diesen etwas komplexeren Umgebungen ist es ja nicht damit getan, dass man ein Produkt kauft, sondern da muss man natürlich auch möglicherweise eine Beratung haben, wenn mal was klemmt, dass man dann eventuell auch dann wirklich ja, sehr, sehr schnell Hilfe bekommt und sehr, sehr schnell auch Beratung bekommt. Was wir natürlich auch sehr forcieren, sind spezielle Workshops und Hands-on-Trainings, weil wir genau wissen, je besser natürlich jemand ausgebildet ist, desto besser kann er und jetzt desto schneller kann er natürlich auch beim Kunden installieren und am Ende ist natürlich Zeit für uns alle auch Geld. Das ist alles für uns sehr, sehr wichtig, weil, wie gesagt, am Ende ist es nicht nur das Produkt und wir haben natürlich auch erweiterte Services jetzt bei Zeixel schon seit längerer Zeit, das heißt Remote-Services für Konfiguration beispielsweise, VPN etc., On-Site-Services als Projektsupport und zum Beispiel WLAN-Ausmessung und Management, sodass aus unserer Sicht natürlich immer nur aus dem Gesamtpackage eines Herstellers wirklich ein Schuh draus wird. Und das ist, was wir natürlich bieten wollen bei Zeixel, nicht nur das Produkt, sondern die gesamte Betreuung drumherum und natürlich auch lokale Betreuung, weil am Ende ist es natürlich auch, hängt es manchmal daran, dass auch länderspezifische ja, technische Eigenheiten möglicherweise berücksichtigt werden müssen. Und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man dann auch, ja, wie wir es hier haben, den deutschsprachigen Support haben. Also kann ich nur empfehlen, kontaktieren Sie uns. Da haben wir natürlich auch haben Sie die Möglichkeit, entsprechend hinzugehen und ja, über diese URLs entsprechend Zeixel zu erreichen oder auch direkt per Telefon oder per E-Mail. Wir haben natürlich auch hier, stellen wir auch noch einen Flyer zum Download zur Verfügung. Da geht es dann um die Akquise für Sie als Reseller. Da geht es speziell um die UAG 50, unser neues Produkt. Und natürlich wollen wir Ihnen auch die Mittel und die Argumentation nochmal ja, in noch ausführlicherer Form zur Verfügung stellen, wie Sie mit dem Hotspot-Business nach wie vor Geld verdienen können oder zumindest solche Vorteile generieren können, dass Sie natürlich auch in dem Geschäft vorwärts kommen und ja, dass dann vielleicht auch der eine, der jetzt nicht so in dem Ganzen ein Potenzial gesehen hat, vielleicht dann doch das eine oder andere Potenzial sieht. Und ja, wir zusammen dort auch zusammen Umsätze generieren können. Vielen Dank, Herr Kubik. Ja, und das wäre im Prinzip ja, der heutige Vortrag von meiner Seite. Uns haben ja eine ganze Menge Fragen erreicht. Ich versuche mal so viele wie möglich. Die Zeit ist schon recht fortgeschritten, aber ich denke, wir können auch ein paar Minuten überziehen. So viele wie möglich davon noch in die Runde zu bringen und von Ihnen beantworten zu lassen. Fangen wir mal vielleicht mit der technischen an. Macht der UAG 50 auch eine Layer 2 Trennung zum LAN? Die Layer 2 Protection, ja, die wird unterstützt. Okay. Dann eine Frage zu der Datenspeicherung. Wo werden die Daten gespeichert, wenn Sie die Daten, also quasi diese Datenvorratsspeicherung einschalten? Ja, das können Sie, da gibt es mehrere Möglichkeiten, also entweder dann über einen Syslog können Sie das speichern. Wir werden bei der UAG 50 dann auch noch eine Möglichkeit hereinbringen, dass Sie das auf einem USB-Stick direkt entsprechend abspeichern. Da wird es in einer Woche steht da eine Firmware zur Verfügung. Da können Sie sich entscheiden, wie Sie das machen wollen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das entsprechend abzuspeichern. Vielleicht auch bei den größeren Geräten dann mit einer unserer NAS-Lösungen zusammen. Da finden Sie auch sicherlich Material oder können auch jederzeit natürlich bei uns nochmal im Detail die Vorgehensweise, wie man das am besten macht, erfragen oder entsprechende Handlungs- oder Installationsmaterialien erhalten. Dann eine Frage war, Sie hatten ja gezeigt, Verschlüsselung des Routers als Kannbestimmung. Da war die Frage, was das genau bedeutet. Ich nehme an, es bedeutet Verschlüsselung des Zugangs, oder? Ganz genau, Verschlüsselung praktisch des Routers. Das ist jetzt im Prinzip, was ich aus der vom Bundesministerium entnommen habe. Es gab so ein wenig ja, Handlungsempfehlungen vom Ministerium und da steht wörtlich, ich habe es hier auch vorliegen, das WLAN muss angemessen gegen den Zugriff von Unberechtigten gesichert sein. Dies kann, muss aber nicht durch Verschlüsselung des Routers geschehen. Das heißt, aus der Sicht heraus
ist es natürlich ein bisschen vage gehalten. Wir können es jetzt so nehmen, wie es da steht. Müssten Sie halt den Router mit einer WPA2-Verschlüsselung oder so entsprechend sichern. Dann sind Sie auf das der ist sicheren wahrscheinlich Seite. Gemeint, ja. 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 Dann haben wir eine Frage, kann man die Option zur Nutzungsbedingung, also dieses Häkchen, das man setzen muss, sehen? Also ich meine, wahrscheinlich kann man die Nutzungsbedingungen sehen, wird der Zuschauer meinen. Und wo wird das eingestellt? Ja, also Sie haben in der Konfiguration haben Sie ein Feld, wo Sie quasi die Nutzungsbedingungen auch selber einfügen können. Das heißt, in der GUI gehen Sie auf Nutzungsbedingungen und dort ist im Prinzip ein Feld, wo Sie die entsprechend reinschreiben können. Und ja, so, ich kann es auch nochmal vielleicht, wenn in den Download-Bereich oder so mit reingeben, beziehungsweise ich würde es dann auf unserer Webseite vielleicht nochmal im Detail reinnehmen, dass wir da nochmal so eine kleine ja, Handlungsanweisung auf der Webseite mit hinterlegen. Aber es ist sehr, sehr unproblematisch, das zu machen. Dann merkt ein User an, dass das Thermopapier nach 3 Tagen verblasst und unlesbar sei. Ja, das ist bei Thermopapier natürlich immer ein Problem. Aber diese Drucker sind eben alles Thermopapierdrucker, oder? Die sie anbieten. Ja. Man sollte vielleicht nicht Gut, das gerade ist neben den heißen Ofen oder unter die Windschutzscheibe legen, das ist immer schlecht. Ne? Ja, gut, Aber müsste man sich vielleicht jetzt im Einzelfall mal benötige anschauen. diese, ja, ich brauche wahrscheinlich diese Tickets nochmal für spätere, falls es Rückfragen gibt, oder? Oder ist das nur quasi für den Moment wichtig für den Nutzer, diese Ticketausstellung? Ja, also die Gesetzeslage ist ja so, dass, ich sag mal, mit der momentanen Störerhaftung, wie sie momentan noch in Kraft ist und dann abgelöst wird, ja die Nutzerdaten entsprechend für 6 Monate aufbewahrt werden müssen. Das heißt, in der momentanen Rechtslage wäre natürlich, wenn in 5 Monaten jemand kommt und sagt, da wurde irgendwas missbraucht über Ihr Internet, dann sind Sie natürlich haftbar. Es sei denn, Sie können dann entsprechend nachweisen, der und der war es. Wenn dann natürlich auf diesem Ticket gar nichts mehr zu lesen wäre, wäre das natürlich jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Aber Sie haben ja die Logs in dem Moment. Also es ist also sicherheitshalber ja, vielleicht dann mal noch eine Kopie machen auf normales Papier oder so. Genau, also Sie können ja eine Kopie machen, wenn Sie natürlich bei dem Printer ganz auf Nummer sicher sind, lassen Sie sich hinten das noch unterschreiben auf der Kopie und dann haben Sie das entsprechend auch nochmal gematcht mit der tatsächlichen Person. Ja. Da muss man natürlich, das hatten Sie auch erwähnt, muss man natürlich auch abwarten, wie sich die tatsächliche Rechtsprechung dazu entwickelt. Das war ja auch bei der Störhaftung oft auch vom Gericht und vom Richter abhängig, was da an Maßnahmen als geeignet und als ungeeignet angesehen wurden. Das wird sicher absolut, sich absolut erst im Laufe der nächsten Jahre erweisen. Dann hätten wir... Deswegen sagen wir ja auch, wenn man wirklich auf Nummern sicher geht, dann würde man die Logs noch entsprechend mitnehmen, dass man dann eventuell ja auch nochmal einen Nachweis hätte, wenn man jetzt sagt, okay, ich will da 110-prozentig sicher sein. Dann hatten wir eine Frage, kann die UAG 2100 auch normale APs, kann man da auch normale APs anbinden oder nur Managed APs? Managed, das heißt, wir haben ja einen WLAN-Controller in der UAG, also in den größeren Modellen, und dann können die, muss man immer noch ein klein bisschen schauen, wir haben ja in all unseren Produkten oder in den meisten von unseren Produkten auch WLAN-Controller-Funktionalitäten drin, das ist ja auch von Zeixel so gewünscht oder nicht gewünscht, das ist natürlich ein großer Vorteil. Da muss man dann auch nochmal, vielleicht nochmal im Einzelnen gucken, da unterscheidet sich dann manchmal auch ein Stück weit nochmal das Feature-Set von der Controller-Funktionalität. Bei größeren Geräten ist das vielleicht ein bisschen anders als bei kleineren Geräten. Da müsste man vielleicht nochmal im Detail schauen, wenn da etwas Bestimmtes gewünscht wird. Ansonsten können Sie natürlich über die Controller die gängigen APs von uns, also von Zeixel, managen. Okay. Jetzt kommen Fragen, die ich nicht verstehe, aber Sie können bestimmt was damit anfangen. Funktioniert NWA 1100 noch mit UAG 4100?
Da müsste ich, ich könnte da nochmal die einzelnen Modelle zur Verfügung stellen, auch zusammengefasst, welches Modell jetzt mit welchem zusammenpasst. Am besten ist der Zuschauer, die E-Mail-Adresse war ja eingeblendet. Der Zuschauer schreibt Ihnen eine E-Mail und dann können Sie vielleicht direkt mit ihm in Kontakt treten. Ja, genau, da kann ich ihm dann nochmal zuschicken, welche Modelle mit welchem Gerät managebar sind, ja. Dann die Frage, wird von UAG eine PMS-Schnittstelle unterstützt für Anwendung von Hotelsoftware? Nein, wird nicht unterstützt. Okay. Hat den Hintergrund, dass wir hatten es mal an einem unserer Geräten, die VSG hieß die, da hatten wir es unterstützt. Wir müssen natürlich auch offen sagen, dass teilweise das dann wirklich auch mehr im sehr großen Hotels etc. nachgefragt wird. Also unsere Erfahrung ist, dass es im Einzelfall in der Tat nachgefragt wird, aber in der Masse nicht. Und dass dann natürlich auch immer das so eine Geschichte ist mit der Zusammenarbeit, zum Beispiel mit Micros Fidelio etc., dass dann natürlich immer sehr großer Rattenschwanz auch an möglicherweise Kompatibilitätsproblemen etc. kommt. Wir haben es jetzt momentan nicht drin, weil wir halt auch, wie gesagt, die Nachfrage nicht so da war nach dieser Schnittstelle. Okay. Noch der Hinweis, also die Unterlagen, der Flyer zur UAG 50 und auch die Präsentation stehen jetzt zum Download zur Verfügung. Wir haben noch eine Menge Fragen, allerdings läuft uns die Zeit davon. Ich denke, ich versuche mal noch die wichtigsten herauszugreifen. Eine Frage war nach den Trainings, insbesondere in Deutschland. Wuppertal so wie früher, fragt der Zuschauer. Oh, bitte auf der Webseite entsprechend nochmal nachschauen, wo die Trainings genau stattfinden. Ich nehme mal, dass das Wuppertaler Training besonders gut war aus der Frage. Wahrscheinlich. Also das ist in guter Erinnerung. Ja, offensichtlich. Oh, vielleicht noch, aber das ist wieder eine rechtliche, benötige ich eine schriftliche Zustimmung vom Kunden, dass ich den Syslog betreiben darf, also aufzeichnen darf. Ich nehme an, das wird mit den Nutzungsbedingungen abgefeiert, oder? Ja, davon ist, würde ich jetzt auch sagen, wer die Nutzungsbedingungen, wer denen nicht zustimmen will, der kann es ja im Prinzip unterlassen und dann kommt er halt nicht ins Internet. Wer zustimmt, der stimmt dann natürlich auch den gesamten Nutzungsbedingungen zu. Würde ich jetzt auch so sehen. Ist natürlich immer bei rechtlichen Geschichten, Datenschutzbestimmungen etc. Immer schwer, jetzt eine 100% rechtssichere Auskunft zu geben. Aber im Prinzip, wenn Sie dem zustimmen, ist es natürlich so, dass Sie dann auch den entsprechenden Nutzungsbedingungen insgesamt zugestimmt haben. Also ich denke, dass wir damit am Ende angekommen sind des Webinars. Wir haben noch eine ganze Reihe von Fragen. Vielleicht können Sie die auch im Nachgang noch per E-Mail beantworten. Sind aber jetzt wiederholen sich zum Teil und es geht auch zum Teil dann in rechtliche Details, die wir hier sicher auch nicht beantworten können. Von daher bedanke ich mich herzlich bei Ihnen, Herr Kurpion, für die Präsentation und die Beantwortung der zahlreichen Fragen. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich natürlich, dass Sie teilgenommen haben, dass Sie auch so zahlreich an den Umfragen teilgenommen haben. Das war für uns auch interessant. Und wünsche Ihnen noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Auf Wiedersehen.